Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legends of Runeterra mit den Herausforderungen. Es sind jetzt noch genau 9 Stück. Wenn die dann durch sind, dann werde ich mich mal wahrscheinlich mit dem Deckbau beschäftigen. Mich ein bisschen im Internet schlau machen, was man denn momentan so spielt. Bevor ich da komplett was hier untergehe. Die Schlagwörter habe ich dann alle schon mal gehört zumindest. Kann die besser verstehen, was sie bewirken. Und dann wird dann auch mal richtig mit Gameplay gestartet. Ich finde es aber immer ganz wichtig, sich mit dem Spiel ein bisschen vertraut zu machen. Vor allem, wenn man vorhat, ein bisschen länger darin zu verbringen. Weil ansonsten könnte ich jetzt einfach gegen Gegner spielen, 3, 4, 5, 6, 7 Matches spielen. Keine Ahnung, was ich tue. Hart kassieren oder vielleicht irgendwie durch Glück gewinnen. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es nicht verstehen und dann am Ende sagen, ja, das war's mit dem Game. Deswegen bin ich eigentlich immer so jemand, der da recht langsam rangeht. Oder trotzdem mit dem Ziel, dass ich besser werde und dass ich dann da schaue, dass ich länger Motivation auch habe für das Game. Aber gleich mal mit der nächsten Herausforderung. Und zwar geht's hier mit Card mit Countdown. Sehen zwar günstig aus, aber ihre Effekte treten erst nach ein paar Runden in Kraft. Richtiges Timing ist unverzichtbar. Okay, Countdown. Bedeutet also, Karten ausspielen und in die Zukunft planen. Nehmen wir mal an, Countdown 1 wird bedeuten, in einer Runde wird es ausgeführt, aber mal schauen. Wie das denn so abläuft. Die Effekte von Karten mit Countdown werden erst nach einer Verzögerung aktiv. Du hast 3 Runden Zeit, um zu gewinnen. Okay. Klare Ansage. Countdown beschwöre einen unausgeschlafenen Felsbären. Countdown 3. Die Daten Countdown 3 bedeutet 3 Runden. Runde 2. Ruinenläuferin. Ich habe keinen Mana dafür. Wende den Zug. Er hat wieder einen Countdown weniger. Ist relativ simpel. Da haben wir ihn. Unausgeschlafener Felsbär. Du kannst keine Einheit ausspielen, während du angreifst oder abwehrst. Ach so. Naja. Wenn du etwas willst, logisch. Gnadenlos. Gegner ist an der Reihe. Ich greife an. Gewonnen. Zahlt sich aus, geduldig zu sein. Okay. Nächste Lektion. Einige Countdown-Karten haben einen direkten Effekt, wenn sie ausgespielt werden. Nutze sie, um in der nächsten Runde zu gewinnen. Wenn ich beschworen werde, ziehe eine Karte. Countdown 2, ziehe eine Karte. Das heißt, ich habe eine Karte jetzt, eine Karte in 2 Runden. Er attackiert. Wenn ich deinen Verbündeten um einen seiner Stelle eine Straßestatue zu beschwören. Countdown 1 beschwöre eine exakte Kopie der vernichteten Einheit, die ich ersetzt habe. Alles klar. Machen wir so. Ich setze jetzt die Straßestatue ein. Habe dadurch verhindert, dass er angreift. Aus Gründen. Vergänglich. Weil ich abgewehrt habe, glaube ich, damit. Okay. Nicht ganz bewusst mit der Countdown. Aber es hat auf jeden Fall so geklappt, wie ich gedacht habe. Irgendwie. Ja, ich greife an. Und bin durch. Denk dran, deine Zeit zu deinem Vorteil zu nutzen. Verstehe. Relativ klar. Nächste Herausforderung. Runde 1. Countdown kann mit anderen Karten für mächtige Kombos genutzt werden. Gewinne in der nächsten Runde. Er verteidigt wieder. Er greift wieder an. Sie kann ich ausspielen. Beschwöre eine exakte Kopie eines verbündeten Wahrzeichens. Ja, relativ simpel. Ich nehme ihn. Wehre damit ab. Ich mache die Abwehr. Dadurch greift er nicht an. Jetzt kann ich mit ihr eine exakte Kopie des Wahrzeichens machen. Kann jetzt die Runde beenden. Jetzt habe ich das Angriffsrecht
baue mir die zwei unausgeschlafenen Felsenbären und kann angreifen. Okay. Gefällt mir die Mechanik. Ist auch natürlich über ein Fünf-Ecken-Denken, aber die gefällt mir. Perfektes Timing führt zum Sieg. Gute Arbeit. Okay, Countdown gelernt. Perfekt. Dann gehen wir noch die nächste Herausforderung gleich mal an. Die Erfahrungspunkte überspringen wir mal schnell. Die glorreichen Aufgestiegenen, erneuere die Sonnenscheibe, damit sie in neuem Glanz erstrahlt und lerne über die Macht der aufgestiegenen Champions zu gebieten. Okay, aufgestiegene Champions. Aufgestiegen. Okay, hätte ich mir denken können. Bevor du in die Geheimnisse des Aufstiegs eingeweiht wirst, musst du dich Azir dem würdig erweisen und in der nächsten Runde gewinnen. Ursache einen Schaden an allen Gegnern, heile dein Nexus um 3. Mache Gegner in dieser Runde verletzlich und beschwöre 6 Sandsoldaten. Habe ich ja eigentlich keine Wahl. Ganz langsam soll man nicht gleichzeitig mit anderen Zaubern wirken. Okay, verstehe. Kann nur auf Okay drücken. Meine Aktion, ich jetzt spiele hinaus. Sie schwinden, unsere Macht. Aber das Angriffsrecht noch nicht. Naja, verstehe. Jetzt kann ich aber nochmal wirken. Ist vergänglich, sind sie nicht. Geblieben, aber ich habe ihn damit aufgewertet. Er ist bisher gesagt natürlich aufgestiegen. Gut, Azir kann nach Stufe 2 eine weitere Stufe aufsteigen. Das wird in Zukunft noch wichtig sein. Verstehe. Das Schicksal ruft. Du hast die Sonnenscheibe erneuert. Ich überlege mal, dass ich ihn hier hinspiele. Die links hinspiele oder rechts, ist eigentlich, glaube ich, egal. Kann ich ihn... Okay, so kann man sich noch ziehen. Angriff. Müsste reichen. Und die 3 Schaden. Der Imperator von Shurima ist zurückgekehrt. Sie jubeln unseren Namen. Unser Vermächtnis ist ewig. Okay. Aufgestiegen. Bin ich eigentlich bloß von der Bundesliga oder so, aber echt ein ganz gutes Schlagwort hier. Einige Karten hängen speziell mit dem Stufenaufstieg der Aufgestiegenen zusammen. Gewinne in der nächsten Runde mit Azir auf Stufe 2. Einige Karten hängen speziell mit dem Stufenaufstieg der Aufgestiegenen zusammen. Okay, Stufenaufstieg der Aufgestiegenen. Er muss Stufe 2 werden. Verstehe. Er hat Angriffsrecht. Ich mache Spielstart. Ziehe mich einmal, wenn alle deine Karten aus Shurima sind. Countdown 25, erneuere die Sonnenscheibe. Wenn ein Verbündeter aufgestiegen ist, Aufgestiegener die nächste Stufe erreicht, zähle um 10 herunter. Geformter Stein. Gib einem Verbündeten in dieser Runde plus 1-1. Wenn du in diesem Spiel ein Wahrzeichen beschworen hast, gib ihm stattdessen 3-1. Auf jeden Fall beide spielen. Meine Verbündeten dieser Runde plus 1-1. Zug beenden. Triumph der Aufgestiegenen. Alle verbündeten Aufgestiegenen der Stufe 1 erreichen Stufe 2. Okay. Machen wir. Shurima ist Sand und Himmel, Vergangenheit und Zukunft. Jetzt hier Stufe 2. Werden 10 abgezogen.
Vergrabene Sonnenscheibe. Beachte, dass der Countdown der vergrabenen Sonnenscheibe erheblich verkürzt wurde und die erneuerte Sonnenscheibe in greifbarer Nähe rückt. Vergrabene Sonnenscheibe verkürzt ihren Countdown, wenn Aufgestiegene die nächste Stufe erreichen. Behalte das im Hinterkopf. Ja, genau, so war es auch geplant. Jetzt kann ich nur noch angreifen. Großes erwartet uns. Macht 6 Schaden. Aufgrund von seiner Fähigkeit hier. Wenn Verbündete angreifen, beschwöre einen angreifenden Sandsoldaten. Wenn du einen Verbündeten beschwörst, gib uns beiden in der nächsten Runde, in dieser Runde, sorry, 1-0. Bedeutet, ich werde, wie man jetzt hier sieht, mir selber 3 Schaden, 2 Angriff geben und einen herrufen, der 2 Angriff hat, und wenn er vergänglich ist, stirbt, der macht 1 Schaden am Nexus. Wenn ich das richtig verstanden habe. Yes. Die Aufgestiegenen wandeln erneut unter uns. Seht, was wir erreicht haben. Okay. Letzte Herausforderung. Die Sonnenscheibe ist fast bereit. Erneuere sie vollständig, um Azir auf Stufe 3 zu bringen, bevor du dir den Sieger sicherst. Er ist Stufe 1. Müsste sein, oder? Genau, ich muss Verbündete beschwören, um auf Stufe 2 zu kommen. Alle Verbündeten steigen eine Stufe auf, erreichen Stufe 2. 2-2-2. Und wenn ich beschworen werde, zähle deine vergrabene Sonnenscheibe um 3 herunter. Das heißt, wir machen erstmal ihn hier. Er hat keine Stufe. Das werde ich bestimmt machen. Wenn ich beschworen werde, zähle die Sonnenscheibe herunter. Wir haben dank euch unseren Glauben gefunden. Was die Sonnenscheibe erneuert. Verstehe ich, verstehe ich. Würde mal behaupten, wir machen das so. Greifen an. Ich beschwöre hier einen. Ich beende die Runde. Runde 2, sie geht runter. Ich kann sie nochmal verringern. Das machen wir dann auch gleich mal. Coole Animation übrigens. Okay, was machst du? Wenn ich eine Stufe aufsteige, ersetze dein Deck mit dem Deck des Imperators und ziehe dann 1. Wenn Verbündete angreifen, beschwöre eine angreifenden Sandstürmer. Oder Sandsteinstürmer. Ja, die Abwehr. Kann ich, also theoretisch würde ich sie einfach überspringen. Weiß noch nicht, ob das so gut ist. Ihn kann ich, glaube ich, eh nicht blocken. Oder? Weil er doch bedrohlich hat. Kann nur von Gegnern mit einer mindestens Stärke 3 abgewehrt werden. Ja, dann nehmen wir ihn hier. Wagen es. Diese Arroganz. Überwältigen wird er nicht hinbekommen, deswegen mache ich mal so. Schau, ob das die richtige Variante ist. Kann meine Diener nicht sterben. Glaube ich, war das ganz gut. Runde 3. Wenn ich beschworen werde, ziehe 1. Vernichte 3 gegnerische Einheiten oder Wahrzeichen, das brauche ich erstmal nicht, deswegen spiele ich sie. Stolze Krieger, trag meinen Namen in die Schlacht! Im Namen des Imperators, Azir! Gegner sind verletzlich, Rundenbeginn, mobilisiere dich. Ich würde mal behaupten, wir vernichten 3 gegnerische Einheiten oder Wahrzeichen. Ja, soweit, so gut. Dann würde ich ihn spielen. Legen wir es erstmal hin. Schauen uns an. Minus 22. Perfekt, weil ich noch einen beschwöre. Dann haben wir es. Ruhm für Shurima. So wie es ausgesprochen wird. Sieg. Okay, aufgestiegen ist eine ganz coole Mechanik. Ist nicht jetzt aber nicht so geil wie jetzt zum Beispiel Countdown davor in der Folge. Aber gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal die Bestimmung der Zukunft an. Mit Prophezeien kannst du die Zukunft bestimmt
stimmen und auswählen, welche Karten du ziehst. Hier erfährst du, wie du diese neue Technologie einsetzen kannst. Okay. Das ist, glaube ich, dann auch die letzte Herausforderung für die Folge. Prophezeien. Auch wieder diese drei Wärter oder Kreuze, je nachdem. Mit Prophezeien entscheidest du, welche Karte du als nächste ziehst. Nutze diesen Blick in die Zukunft, um in der nächsten Runde zu gewinnen. Relativ coole Mechanik. Du kannst quasi genau die Karte, die du haben willst, ziehen. Okay, Ruinenläufer. Ich denke, meine Kosten um 1 kann ich nicht mehr spielen. Größere 2 Schaden an einem beliebigen Ziel. Ja, das ist klar. Ich will nicht wissen, was dich aufgeweckt hat. Pusten wir sie weg! Hör mir zu! Die wird mich jetzt vernichten hier. Wende den Zug. Dadurch, dass sie direkt Angriff hat, greift er vor der Abwehr zu, deswegen ist er nicht gestorben. Ich mache aber jetzt halt hier 2 Schaden am Nexus und habe gewonnen. Mit Prophezeien bestimmst du deine Zukunft. Jawohl. Einige Karten werden durch deine Prophezeiungen verstärkt. Sichere dir in dieser Runde den Sieg. Ausspielen Prophezeie. Wenn du ein Wahrzeichen auswählst, gewähre mir ungreifbar. Okay. Das ist ein Wahrzeichen. Ich nehme das Wahrzeichen. Dadurch ist sie ungreifbar. Er kann nicht abwehren. Ich mache 2 Schaden. Er kann, wie schon gesagt, nicht abwehren durch ungreifbar. Gewonnen. Prophezeien bietet dir auch, abgesehen von deiner nächsten gezogenen Karte, einige Vorteile. Verstanden. Runde 1. Manche Karten können Effekte auch aktivieren, wenn sie in einer Prophezeiung nur erscheinen. Nutze das aus, um in dieser Runde zu gewinnen. Wenn ich beschworen werde, erschaffe eine Kopie von mir in deinem Deck. Wenn du mich in einer Prophezeiung siehst, gewähre allen verbündeten Kopien von mir überall plus 2/2. Ich dachte, ich wäre bereit. Das heißt, ich spiele ihn aus. Jetzt prophezeie ich. Ich muss ihn nur sehen. Ich muss ihn nicht auswählen, ich muss ihn nur sehen. Und nehme jetzt das Konservatorium. Oder Konservarium. Dadurch ist sie wieder ungreifbar. Er hat plus 2/2 bekommen. Er kann nur von dem 3 abgewehrt werden. Das ist er nicht. Sie ist ungreifbar, von daher ist der Win. Wenn du die Zukunft kennst, bist du deinem Gegner immer einen Schritt voraus. Verstanden. Prophezeien gefällt mir wiederum ganz gut. Dann würde ich aber sagen, weil die jetzt so schnell ging, die Lektion. Immer noch eine hinten dran, dann sind wir in der nächsten Folge nämlich mit den Herausforderungen endlich durch. Habe ich alle Schlagwörter zumindest mal gehört, deswegen überraschender Angriff. Einige Karten können jetzt ihre eigenen kostenlosen Angriffe erschaffen. Hier findest du heraus, wie du sie einsetzt. Okay. Dann finde ich das doch mal heraus. Kostenloser Angriff. Runde 1. Du kannst jetzt auch angreifen, ohne dabei deine Angriffsmarke zu nutzen. Schaffst du es in dieser Runde zu gewinnen. Ein Verbündeter beginnt einen kostenlosen Angriff, indem er deinen Gegner herausfordert. Okay. Er attackiert. Attackiert. Und jetzt kann ich nochmal angreifen. Kostenloser Angriff ist quasi, ich nehme meine Diener, die ich besitze, nehme Herausforderer, ziehe einen runter und kann ihn dann attackieren. Ganz cool. Mit kostenlosen Angriffen kannst du deinen Gegner überrumpeln und für die Kontrolle über das Spielfeld sichern. Alles klar. Runde 1. Wieder bei Rollen. Kostenlose Angriffe ermöglichen mächtige Kombos, sogar mit Wahrzeichen. Versuche in dieser Runde zu gewinnen. Wenn ich einen Gegner herausfordere, gib mir in dieser Runde 2/1. Sehe. Wenn Verbündete angreifen, beschwöre einen angreifenden Sandsteinstürmer. Yep. Ich habe 13. Das reicht genau für alle Karten. Eigentlich egal, ich kann erstmal ihn spielen.
gegen ihn aus. Ein Verbündeter beginnt einen kostenlosen Angriff. Das ist er mit ihm. Er bekommt plus 2-1. Beschwören den zusätzlichen. Weil er überwältigen hat, fügt er 5 Schaden noch dem Nexus zu. Und jetzt kann ich nochmal angreifen. Und beschwöre ja nochmal den 5-3er durch mein Wahrzeichen hier. Wenn Verbündete angreifen, beschwöre einen angreifenden Sandsteinstürmer. Und werde dadurch gewinnen. Renekton hat nochmal gezeigt, was er kann. Glückwunsch, wir will noch eine Abreibung. Okay. Kostenlose Angriffe sind nicht schlecht. Kann man definitiv nicht anders sagen. Jawohl. Und dann haben wir noch für die nächste Folge die nächsten 5 Herausforderungen. Dann stürze ich mich mal in den Deckbau bzw. in Matches rein. Also, dauert nicht mehr lang. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein!